Ich studiere evangelische Religion, weil ich auf der Suche nach einem Zweitfach war, hinter dem ich stehen kann und das ich gut vermitteln kann. Ja, die Frage, wie ich mich für den Studiengang entschieden habe, ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich hatte mehrere Zweitfächer, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Ja, und habe dann im Internet ein bisschen gesucht und habe einen Fragebogen gefunden, wo so Fragen drin waren wie, mit welchem Fach würdest du dich vor der Klasse zuerst vorstellen? Ja, und da kristallisierte sich dann Religion raus und auch natürlich das Gefühl war dann irgendwie so, dass doch Religion für mich das Richtige ist. Ja, und wann ich mich entschieden habe, das war relativ spät und zwar wirklich erst 4 Monate vor Studienbeginn. Um den Studiengang erfolgreich zu bewältigen, denke ich, dass drei Voraussetzungen wirklich wichtig sind. Zum einen sollte man Interesse für das Fach mitbringen. Zum zweiten sollte man auch bereit sein, gegebenenfalls noch mal zwei Fremdsprachen zu lernen. Denn neben dem Latinum sind auch Griechischkenntnisse nötig. Und das ist ja doch nicht, fällt nicht jedem so leicht. Und darüber hinaus denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man motiviert ist, sich auch mit Inhalten auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick gleich so relevant erscheinen. Mein erster Eindruck vom Studium war Erstaunen. Erstaunen darüber, dass ich so wenig Präsenzzeit an der Uni habe. Es waren bei mir im ersten Semester wirklich nur 6 Veranstaltungen à 90 Minuten in der Woche. Ich war auch erstaunt, dass so viele Literaturangaben gegeben werden, wo man dann wirklich erstmal filtern musste, was lese ich nicht. Und das war ein Lernprozess. Ich habe am Anfang nicht erwartet, dass ich auf so viele Mitstudierende treffe in diesem Studiengang und ich habe auch nicht erwartet, dass ich mit Volltheologen zusammen studiere und ich habe auch nicht erwartet, dass doch einige darunter sind, die dieses Fach gar nicht unbedingt wollten, sondern es mehr oder weniger aus der Not heraus gewählt haben. Besonders gut an dem Studium hier in Leipzig gefällt mir, dass wirklich Religion sehr klar strukturiert ist. Der Studienablauf ist ganz klar, man weiß, in welchem Semester ich welche Veranstaltung zu besuchen habe. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, eine typisch falsche Vorstellung von meinem Studiengang ist, dass man dort wirklich nur mit Leuten zu tun hat, denen der christliche Glaube sehr viel bedeutet. Studienanfängern würde ich raten, sich frühzeitig mit den Fremdsprachen auseinanderzusetzen, auch den Kontakt zu, ja, Dozenten zu suchen, aber auch zu Kommilitonen aus höheren Fachsemestern, um einfach schon mal Informationen einzuholen und sich, wenn möglich, auch in den Semesterferien schon damit auseinanderzusetzen, denn die Zeit im Semester selbst ist doch recht knapp bemessen, um sich intensiv mit einer Fremdsprache auseinanderzusetzen. Ja, nach dem Studium möchte ich an die Schule gehen, dort erstmal das Referendariat absolvieren und dann natürlich unterrichten.